Herzlich willkommen bei SVM TV. Wir sind hier bei der Generalversammlung vom SV Moorbach 2014. Ich habe hier den alten und neuen Vorsitzenden vom SV Moorbach bei mir, den Georg Schuh. Hallo Schorsch. Hallo Gaga, grüß dich. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Ja, vielen Dank. Ja, sag mal zwei Worte zur Versammlung. Ja, zum einen muss ich sagen, bin ich sehr stolz und froh, dass so viele Leute gekommen sind. 76, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Freue mich auch sehr über das persönliche Ergebnis mit 76 von 76 möglichen Stimmen, was übrigens für den gesamten Vorstand gilt. Und das ist ein tolles Ergebnis. Das ist auch ein Stück weit Wertschätzung der Arbeit des Vorstandes des SV Moorbach. Und das macht einen schon glücklich. Ja, das hat man auch gesehen, hat mich auch selbst gefreut. Gerade der Kassenprüfer, ein sehr, sehr wichtiger Mann hier bei solchen Verhandlungen, Versammlungen. Der Marco Thees, der hat die Arbeit vom Vorstand vom SV Moorbach über den Klee gelobt. Also kann man da stolz sein? Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, du sprichst ein Thema an. Finanzen sind natürlich auch ganz, ganz wichtig bei jedem Verein. Und wenn man bestätigt bekommt, dass man vor allen Dingen kein Geld zum Fenster rausschmeißt oder Völlefanz, wie es der Marco gesagt hat, dass man das sinnvoll einsetzt, ist das sehr, sehr wichtig. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir die Gelder natürlich sinnvoll einsetzen. Und das war eine Antwort, die uns natürlich auch sehr froh gemacht hat. Ein Kompliment muss ich dir machen. Vorarbeit von der Versammlung war vorbildlich. Also die Wahlen sind hier durchgegangen wie im Eiltempo, wie ein Schnellzug ist das hier passiert. Das spricht natürlich für eine gute Vorbereitung von so einer Versammlung. Also Hut ab. Danke dir, das darf ich an der Stelle auch sagen, das ist auch eine sehr intensive Vorbereitung, denn es gibt nichts Schlimmeres, wie in so eine Generalversammlung reinzugehen und halt eben seine Hausaufgaben nicht gemacht zu haben, auch im Vorfeld natürlich Personalbesprechungen durchzuführen und natürlich auch die Weichen zu stellen. Natürlich ist die Versammlung an sich autark, also das heißt, sie können natürlich immer die Entscheidung fällen und insofern ist es aber trotzdem wichtig, dass man natürlich mit einem gewissen Ziel in diese Sitzung reingeht und ich denke, das hat sich heute bewiesen, dass das richtig so ist. Im Großen und Ganzen ist deine Mannschaft zusammengeblieben, kann man sagen. Gerade der Geschäftsführer und Vorstand besteht eigentlich aus denselben Leuten, was auch für die Kontinuität der Arbeit hier im Vorstand spricht. Du hast einen neuen Vize, der Patrick Jung ist jetzt zweiter Vorsitzender, löst den Kevin Greveling ab, der halt eben als Trainer nicht mehr so die Zeit hat. Zusammenarbeit mit dem Patze ist dir ja bekannt, ne? Ja, das sind natürlich genau wie mit dem Woogie halt eben die kurzen Wege, die man dann hat, auch vom Berufsfeld her. Und insofern ist das durchaus sinnvoll, wobei das heute durch natürlich E-Mails und so weiter kein Problem mehr ist. Aber es ist schon wichtig, vor allen Dingen auch Vertrauenspersonen um sich herum zu haben, mit denen man halt eben auch schon seit Jahren zusammenarbeitet und auch im Verein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Betrifft dich ja genauso. Und das ist wichtig für einen Vorsitzenden, dass er einen Trupp um sich, ein Team um sich herum hat, das sich gegenseitig vertraut und das miteinander arbeiten will und kann. Und das ist hier mit Sicherheit gegeben. Also ich bin da sehr zufrieden. Wobei wir natürlich auch nicht blauäugig sind. Es ist natürlich auch schwierig und es wird nicht einfacher, halt eben so eine Vereinsarbeit in dieser Form so weiterführen zu können. Aber wir arbeiten dran und ich glaube, wir haben eine tolle Truppe zusammen, die das schaffen kann. Du hast das eingangs schon erwähnt, 76 Teilnehmer bei 500 Mitgliedern, das sieht man nicht in jedem Verein. Es war schon weniger, also die Resonanz war sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Es zeigt schon, dass da schon Interesse an der Vereinsarbeit besteht. Obwohl auch einige hier auch in Urlaub weilen und auch entschuldigt waren. Also mir hat das sehr gut getan. Definitiv, ich habe es eben gesagt, man sagt so, ich kenne das auch von der Politik bei Parteiversammlungen, wenn 10% da sind, dann ist das schon viel. Bei 500 dann 76, ich will jetzt nicht rechnen, ne? Das ist dann doch ein gutes Stück mehr. Was mich auch sehr gefreut hat, dass natürlich auch die Fußballer, die Mannschaften fast komplett anwesend waren, also die konnten. Das betrachtet man oft als Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht unbedingt, das hat mich sehr gefreut, aber auch von den älteren Herren, dass da einige da waren. Also die Gemischung war gut und war gesund. Und wie gesagt, es ist auch ein Stück weit Wertschätzung der Arbeit, wenn halt eben auch so viele Leute da sind. Und das hat uns als Vorstand insgesamt und mich als Vorsitzender insbesondere sehr gefreut. Schorsch, ich wünsche dir für die nächsten beiden Jahre, wo du gewählt bist, sehr viel Glück, Erfolg hier bei der Vereinsarbeit. Dir persönlich natürlich auch. Hat mich persönlich sehr gefreut, dass du das hier jetzt wieder weitermachst, weil ich finde, du hast diese Sache sehr, sehr gut gemacht. Ich drücke euch, dir und uns die Daumen, dass wir das weiter so hinkriegen, wie es bis jetzt geklappt hat. Darf ich dazu noch was sagen? Also Dankeschön dafür und ich kann aber nur eins sagen, der Vorsitzende kann nur so gut sein wie sein Team, wie seine Mannschaft
Und von daher gesehen müssen wir das alle zusammen machen. Ich habe es im Schlusswort gesagt, wir müssen den Weg gemeinsam gehen mit allen Beteiligten, die dazugehören, die dazu beitragen können. Und da kann ich nur alle zu aufrufen, auch die, die jetzt keine Funktion haben, soll jeder darüber nachdenken, inwiefern er dem SV Morbach helfen kann. Jeder, der ein kleines Stück weit mitmachen kann, ist eingeladen. Wir brauchen jeden. Und ja, daran appelliere ich. Und ich bin aber der tiefsten Überzeugung, dass wir auch die nächsten Jahre weiter gut zusammenarbeiten werden und nach vorne gehen. Dankeschön. Okay, in diesem Sinne, Schorsch, hau rein. Jo, danke dir. Und danke. Zurück in die Funkhäuser.